Dann sage ich doch mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin der Zumarok und das Ganze immer noch sehr live. Sehr, sehr live, sehr viel in Farbe. Was haben wir hier? Ach, guck mal hier, wir haben so viel. Alter, wir wissen gar nicht, wohin damit. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Doch, wir wissen, wohin damit. Hier sind, glaube ich, zu wenig LKWs. Da fahren zu wenig LKW-Wagen rüber. Und vor allen Dingen, was ist das hier? Wo will der hin? Der will was? Ostwarenhaus, was holt denn der da? Ach, der holt Chemikalien. Warum entlädst du die hier nicht? What? Ach, das Ding ist voll. No, das ist doch großartig. Das läuft hier ja wie geschnitten. Ich sag ja. So, pass mal auf, wir haben ja noch einen LKW-Wagen mehr. Den werden wir gleich noch beibringen, dass er noch ein bisschen, ne, dahin und dorthin. So, gib Gas. So, das haben wir. Ach ja, bevor ich das vergesse, wenn dir das Video gefallen sollte, ja, bei YouTube, dann lass doch einen Daumen da. Würde mich wahnsinnig drüber freuen und mein Kanal wird sich auch wahnsinnig drüber freuen. Und wir haben auch noch wahnsinnig viel Platz für mehr Leute, die hier arbeiten dürfen. So, pass auf, das war auch noch eine Frage, eine Sache, dass das mit den Gabelstaplern nicht funktioniert. Mit einer Garage klappt nicht. Das habe ich mir auch fast, also das denke ich mir auch, dass es nicht klappen könnte. Weil, wie gesagt, 8 Gabelstapler, die raffen das hier nicht alles zusammen. Das wird nicht klappen. Das wird nicht funktionieren. Das wird irgendwann zerbrechen. Da brauchen wir nachher noch, also später müssen wir da noch so eine Garage mehr dazu bauen. Damit wir noch mehr Gabelstapler fahren lassen, dass es ein bisschen aufgeteilt ist. Ne? Dass da eine, die Rohwaren hier rüberkarren und die andere Partei, wenn man so will, dass die anfängt, die Waren, zum Beispiel den Stoff darunter, Gurk zur Schneiderei und dass das fertig gemacht wird. Wir können aber gleich schon mal einen LKW fahren lassen, der ein bisschen Stoff verhökert, ne? Verhökert, verteilt hier. Wir haben nämlich noch einige Ecken, die schreien richtig nach Klamotten. Die haben noch nicht mal, was zu essen hier. Was ist denn hier los? Fährt da keiner hin? Wir haben doch was zu essen, oder nicht? Ja, irgendwie knapp, ne? Irgendwie knapp. Aber ein Zug fährt hier rum, ne? Das passiert. Oder wir müssen das echt nochmal umbauen. Alter, was ist denn hier los? So viel Schnappes? Wird das nicht abgeholt? Was machst du hier? Der fährt Alkohol durch die Gegend. Gut, der verteilt das an die Kneipen, die wir haben. Ich meine, so viele haben wir ja nicht. Wir haben das ja ein bisschen dezent gehalten. Alter Freund, hier ist auch wieder so viel. Die müssten wir auch mal wieder fahren lassen, den Zug, ne? Wie ist das hier oben mit Chemie? Kohle? Das ist Kunststoff? Chemikalien war hier, da. Das ist übersichtlich. Übersichtlich, also wie gesagt, das ist... ja genau, wir haben zu wenig Leute eigentlich hier. Um Rennen, Laufen. Da fährt eigentlich auch ein LKW hoch und bringt da Waren hin. Theoretisch. Aber ich habe so das Gefühl, irgendwann haben wir das Problem, dass wir keinen Platz mehr haben. Wir lassen mal einen LKW fahren. Pass mal auf, mein Freund. So. Du fährst auf jeden Fall hier vorne hin, holst die Klamotten ab und fährst die nach... Liegt ja eigentlich direkt einfach an, ne? Fährst direkt dahin. So, haben wir. Nummer 1 fährt. So, Nummer 2 wussten wir jetzt. Ich muss jetzt mal gucken, was hier. Da ist noch einer. Du fährst Klamotten. Und zwar dahin. Und jetzt haben wir noch ein paar Sachen mehr. Da können euch zwei Ecken anfahren. Ich muss mal gucken, wo hier was ist. Alter, von da. So. Da fährst du hin. Und. Muss ich selber mal gucken, wo haben wir denn noch hier? Warte. Mal kurz raus. So, was ist denn das hier? Ist das Klamottenladen? Da ist noch einer. Fährst du den an? So, haben wir die beiden angefahren. So viel werden die aber nicht los, auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Sicher. Das sind nur 5 Tonnen, ne? 12 Tonnen würden da reingehen, wenn das voll ist. Das macht er aber nicht. Da ist wieder viel zu viel Elektronik. Mann, doch. Was wollen die mit so viel Elektronik?
Wir müssen das echt ein bisschen begrenzen, sonst haben wir hier gleich einen Chaos hoch 12. So, der fährt dahin. Und was haben wir hier noch? Da ist noch. Ja, guck jetzt mal. Wir müssen Waren begrenzen machen. Da wird Elektronik hingekackt, das ist nur so qualmt. Ach, Gottes Willen. So, pass mal auf, du fährst noch mal dahin. So, zack. So, entladen. Entladen. Und hier genau, da ist ein da. Alles klar. Fahr los. Nicht? So. Eieiei. Oh, was ist denn das? Neuer Fahrzeugtyp. Ist ja Wahnsinn. Was ist denn das für einer? Was ist denn das? Ist das ein Kran? Ein Eisenbahnkran? Dings? Apparatwagen? Sieht ganz danach aus, ne? Oh, was ist hier los? Ach, du hast große Parken hier. Pass mal auf, dann kann ich den nochmal losfahren lassen hier, ne? Pass mal, mein Freund. Du fährst, Warenhaus Ost. Was ist denn das? Hellas Warenhaus Ost. Ist das, das ist doch 100 pro... Chemikalien. Brauchst du da nicht abholen, weil ist eigentlich nicht da. Dann kann ich das mal rausnehmen, ne? Nehmen wir das mal raus hier. Fahr mal los. Wupp. So, ist der Wesen unterwegs. Dann kann der Wesen Brot und Alkohol durch die Gegend karren. Dann ist das auch weg. Jetzt muss man auch, was habe ich jetzt gesagt? Da schauen wir später mal nach, was das ist. Hier oben ist auch noch ein Lebensmittelladen. Da haben wir die Mengen begrenzt. Das läuft. Ein bisschen Kleidung kriegen wir da auch noch rein. Da können wir nochmal was hinfahren. Aber wir haben 100%, da ist auch noch ein Laden. Da, alter Freund, so viel Elektronik. Wir verwerfen hier ein bisschen was. Sonst, wie gesagt, haben wir Probleme mit... Was wollen die mit tonnenweise Elektronik, wenn sie nichts zu essen haben? Ja? Dann geht das nämlich schon los. So, pass mal auf, da ist... Wo war das jetzt? Der da. Hier ist auch noch was, ne? Alter, was ist denn das? Da ist was zu... Da auch? Super, was hast du hier gebaut? Gibt's ja gar nicht. Da auch noch einer. Also, die soll man nicht meckern, dass sie hier keine Lebensmittel haben. Das ist ja wohl der Lacher. Um 12. So. Ach nee, warte mal. LKW. Geschlossener Lastwagen. Nehmen wir doch die hier, ne? Das sind doch schöne Sachen. So. 4 Stück davon nochmal. So, die werden wir mal dezent einsetzen. So oder so nach und nach, ne? So, dafür mal einer hin. Und dann wollen wir die mal hier hochbringen. Und zwar... was jetzt? Da, ne? Dahin, dorthin und dorthin. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da zweimal gefahren bin. So. BLAN, 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 entladen. So. Fahr los. Siehst du wohl. Ach, wie schön. Hoffentlich klappt das jetzt. Haben wir hier noch Arbeitslose? Nee, aber die wollen alle was zu saufen haben. Schule. Wie? Wie Schule? Schule? Schule gibt's doch hier. Fragst nur wo. Doch, Schule gibt es, da bin ich mir sicher. Das ist eine Garage. Was ist denn das hier? Das ist keine Schule. Das ist eine Schule. Ach, die ist doch gleich hier. Mando! Da ist sie doch. Wieso kommst du denn da nicht hin? Tatsächlich, doch kommt da nicht hin. Aber warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Das wäre mal interessant. Der kommt da hin. Könnte ich zur Schule gehen. Warum denn nicht? Das kann doch nicht so schwierig sein, da in... Schau, vielleicht kriege ich da noch einen Weg gebastelt. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Warte mal, ein Weg ist doch da. So, zack. Irgendwie hier. Ich kann nichts sehen. Ich kann immer noch nicht sehen. Ich muss mal kurz einen Baum entfernen. Ach so. Ach so, das war doch schon mal gar nicht so schlecht, ne? Ich würde mal sagen, das lassen wir so. Bau das mal fix. Vielleicht hilft das. Was mich erwartet? Ich glaube, der hier, ne? Ja, ach, der kommt auf jeden Fall zur Schule. Jetzt war das, glaube ich, der hier. So. Ist das besser? Das klappt. Siehst du? Ja, ja, einmal ein bisschen mit dem Fußwegen rumbasteln, dann klappt das auch. Siehst du, da haben wir einen kleinen Streit mit dem Nachbarn. So, hier oben wird gebaut.
Die fahren schön die Fußwege rauf und runter. Das geht doch wunderbar. Ach, wie herrlich. Das klappt. So, pass mal auf. Wie weit sind wir hier unten? Da müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen rumwursteln, weil hier haben wir das Problem mit Kindergarten. Die kommen nicht zum Kindergarten. Das ist nämlich, der ist nämlich da. Wir kommen nicht zum Kindergarten, weil... Warum mit? Warum ist das das Problem, dass wir da nicht hinkommen? For the real, hallo, schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. So, wieso kommen wir da nicht hin? Das ist eine große Frage. Warum kommen wir da nicht hin? Kriegen wir das irgendwie noch verkürzt? Ich glaube eher nicht, ne? Ich glaube, das wird irgendwie nichts werden. Können wir versuchen, hier was da noch drüber zu bauen? Weißt du, das bringt eh nichts, ne? So, jetzt vielleicht? Kindergarten. Tatsächlich. Die kommen jetzt zum Kindergarten. Ja, würde ich mal sagen, Freunde, ne? Schickt die mal zum Kindergarten. Da ist nämlich noch Platz. Ja, es wird auch knapp, aber das klappt noch. So, wie ist das hier? 289 Leute. Super. Ich würde sagen, das läuft. So, wie viel, was haben wir denn noch hier? Kindergarten ist da. Das müsste noch was werden. Was haben wir hier? Keine Kneipe oder Taverne kann nicht besucht werden. Aber die sind glücklich, ne? Ist da nicht zu fassen. Also so, ne? Fast. 7 haben keine Arbeit. Das liegt aber, ne? Da braucht ihr nur los. Macht euch nur auf den Weg. Was haben wir hier? Sportarten. Leute, ihr habt den Tischtennis vor der Tür. So, was haben wir hier? 600 Arbeit. Oh Gott, was ist hier los? Hier, die ganzen Alkoholiker. Guckt das mal an da. Gibt's ja gar nicht. Aber das läuft. Wie gesagt, das funktioniert. Wie ist das jetzt mit dem Leben hier mit Pflanzen? Wir kriegen die Pflanzen da nicht gekarrt. Wir haben jetzt 3 Wagen erfahren, ne? 3 Ilka-Wagens. Ich weiß gar nicht, wo die nächste Tanke ist. Die Tanke, ach, da ist eine Tankstelle. Die funktioniert. Was ist das da? Der, ja, die Dreschmaschine. Die muss ja auch mal irgendwann, ne? Irgendwann muss ich auch mal tanken. Nützt ja nichts. Kommen wir nicht drum rum. So, warte mal, auf 3 LKWs fahren da jetzt. Ich schicke da nochmal einen mehr hin. Ist ja nicht verkehrt, ne? So, du fährst dahin und dorthin. Husch, husch. So. Ich glaube, wir schaffen das wirklich nicht ins Jahr. Ich lasse mal schneller laufen hier. So. Hier oben, wie sieht das aus? Da brauchen wir auch wieder Leute. Irgendwann Ziegel fehlen. Ich glaube, Ziegel ist das Problem mit Kohle, ne? So, hier sind sie bei. Wir können nicht exportieren. Achso, das ist ja klar. Das kennen wir schon. Aber Kohle ist da. Kohle ist da. Und Kohle müsste auch... Ja, sowas von voll. Gut, dann dürfen wir den einen oder anderen mal wieder losschicken hier, ne? Das haben wir hier im Verein. Fahr mal los, mein Freund. Hau rein. So. Kohle ist wieder voll. Was ist denn das für einer? Ja, eigentlich brauchen die gar nicht mehr losfahren, ne? Wir brauchen die Kohle sowieso hier. So, hier wird gebaut. Die Dinger, das Problem ist, die werden ja leer sein, ne? Ach ja, da war noch eine Idee. Mensch, ein Kommentar. Ich vergesse ja eigentlich fast keinen Kommentar. Da war noch ein Kommentar, warum ich nicht mal ein Studentenwohnheim bauen sollte. Warum baue ich das nicht? Dann können da die Studenten wohnen. Ist eine tolle Sache. Problem ist ja nur aber auch... Wo bauen wir das am besten hin? Das ist ja auch noch so diese Sache von wegen... Gut, das würde hier vorne gut hinpassen, ne? Dann könnten die das auch zu Fuß erreichen, das Ganze, hoffentlich. Das müsste eigentlich klappen, ne? Wie weit laufen die denn? Ja, locker. Das müssen die locker schaffen. Ich will mal gucken. Pass mal auf. Schule, Bildung. Da. Bildung ist auch hier. Wohnheim für der Universität. Wohnheime der Universität. Wohnheim der Universität. Aha. Und was ist der Unterschied, bitte? Ist das nur jetzt von wegen war ich hübsch oder was? Ja, schon wieder dunkel, ne? Furchtbar. Was ist denn das für eine Kiste hier? Klein, fein, Mainz. Okay, und was ist das hier? Das gleiche eigentlich, ne?
Ich weiß nicht mal, wie viele Leute da reinpassen. Arbeiterkapazität, 85 Arbeiter. Okay, gut. Das könnte das sein. Aber sowas könnte man ja auch bauen, ne? Oder ist das eine dumme Idee? Wenn man sowas irgendwo hier ziemlich dicht... Haben wir hinten auch einen Ausgang irgendwo? Da seitlich, ne? Könnten die raus. Ja, wir müssen kurz warten. Sekunde. So, warte mal. Nicht so rennen. Ich hasse, dass das so schnell geht. Die könnte man eigentlich ziemlich dicht an den Bahngleise bauen. Weil... dann könnten wir vorne die Straße basteln und die könnten dann über Fußwege dahin, also das reicht ja immer nicht, aber das ist, natürlich reicht das. Lebensmittel haben sie da, hier oben. Ein bisschen Sport können wir auch noch anbasteln. Das müsste auch gehen. Sollen wir das machen? Kleine Abstimmung, sollen wir das machen? Was sagt der Chat? Hero Springe, schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. So, was machen wir? Sollen wir das machen? Sollen wir es nicht machen? Fragen über Fragen. Wir haben so viele Baustellen. Wir haben viel zu viele Baustellen und viel zu wenig Leute. Was haben wir denn jetzt hier? 500. Das wird aber noch richtig rasant mehr werden, wenn das nämlich endlich mal fertig ist hier oben. Es fehlen Platten. Jo, 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 die sind da. Platten sind da. Das weiß ich. So. Hier oben läuft das auch gut, ne? Hier sind Leutchen. Das rennt. Die Exportgeschichte funktioniert auch. Super gut. Was machen wir hier unten? Hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen, dass wir hier noch ein paar Gebäude mehr hinbauen. Das können wir auch machen. Was sind das hier? Ein Kino. Was nicht alles hier jetzt reingebaut kriegen. Und ein Autohändler müssen wir auch noch mal machen. Weil... Oder noch eine Garage basteln, ne? Aber das machen wir für die Studenten. Das bauen wir für die Studenten mal, so eine Geschichte. Ich soll das machen, sagst du. Gut, dann werden wir das mal machen. Dann bringen wir das mal hinter uns. Wir haben hier gerade ein kleines Kabelsalat-Geschichte. Was ist denn das hier? Wo habe ich denn... Wie habe ich das denn hingebaut? Ach, klar. Einmal von da und dann hier rum... Oh Gott, wenn das wieder einer sieht hier, dann weiß wieder, ne? Ach du Himmel. Warte mal, wir müssen erstmal hier ein bisschen Strom umverteilen. Ich mache mal erstmal auf Pause, wir müssen Strom umbauen hier. So, und zwar... Jetzt weiß ich nicht, was ich weggerissen habe. Doch, habe ich. Das muss weg. Das muss weg. Das ganze Ding hier muss weg. So. Aber Strom muss auf jeden Fall wieder hin. Irgendwie müssen wir da auf jeden Fall Saft wieder hin haben. Und bevor wir das vergessen, baue ich das lieber hin. So. So, ich baue das lieber wieder hin, bevor wir das vergessen. Dann haben wir... Ja, weißt du, ne? Ach, der Himmel, hast vergessen. Aber wo müssen da jetzt hier die... Ich muss mal die Bäume kurz wegnehmen. Augenblick mal. Ich muss mal hier brauchen. Die machen wir gleich wieder hin, ne? So. Was ist denn das hier? Was ist denn da... Und die müssen wir auch noch mal ändern. Das nützt alles nichts. So, die nehmen wir noch mal weg. So, was ist dahin? Von da nach dort. Alter Freund. Alles klar. Gute Nacht. So, warte mal. Ich versuche mal hier eine Verbindung hinzukriegen, wenn ich das hinkriege. Was ich eher nicht glaube. Ach ja, schön. Es klappt nicht. Ach ja, wie mache ich das denn am besten? Oder ich nehme die hier raus. Das nochmal wegnehmen. Vielleicht kriege ich das verbunden. Das ist ein bisschen einfacher, ne? So, zack. Und dorthin. Wupp. Und das hier. Fast. Das ist jetzt doof, ne? Das ist doof. Okay, das geht nicht. Das ist doof. Warum? Schade.
Dann könnte ich den Verteiler wegreißen. Nee, den brauche ich ja da. Das ist das Problem. Pass auf, ich baue das mal anders. Ich mache das mal anders. Ich muss dann mal hier ein bisschen Licht machen. Ich brauche mal hier ein bisschen Licht. Muss mal sehen, was hier los ist. So. Den Verteiler, den nehmen wir mal weg. So, pass auf, das machen wir anders. Anders. Ja, weg mit Sheet. Jetzt nehmen wir kurz den Strom hier weg und den da mal weg. Verschwinde damit, ich brauche was Neues. Ich muss da was Neues hinbauen. Das möchte ich irgendwie so hinbauen. Dass das vielleicht sogar passt. Ich glaube, das passt auch nicht hin. So oder so nicht. So. Pause, den Strom dahin. Wupp. Jetzt brauche ich den Strom dahin. Den will ich irgendwie dahin haben. So. Will er nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Ja. So, haben wir. Jetzt wollen wir den Hamoto, der muss hier noch irgendwie ran. Ist ja nicht zu fassen. Das klappt. Super. So, das bauen wir. Dann wollen wir das hier auch nochmal fertig machen. Ups, und das hier auch nochmal. So, Strom kommen. Möglichst reichlich. Ja, die Spannung so steigt so ganz sinnig. Christoph, hallo und herzlich willkommen. Siehst du, jetzt haben wir das auch hin hier. Dann könnten wir, hätten wir Platz jetzt, ne? Jetzt hätten wir Platz für die ganze Geschichte hier. Das wäre schon ganz gut. Wo war das jetzt hier? Bildung, Bildung, Bildung. Nein, nicht Nahrung. Bildung, das wollen wir haben. So, Wohnheim. Das Wohnheim. Ach, das würde da graziös hier hinten hin passen. Das andere. Ich will das also ziemlich dicht hier ran haben, ne? Oder wir bauen zwei die gleichen. Das machen wir einfach mal. Da möchte ich, muss der Strom auch noch weg wieder. Wir müssen den Strom nochmal wieder abreißen hier. Ach du Gott. Da haben wir das schon so weit weggenommen. Und das reicht immer noch nicht. So. Nochmal. Jetzt aber. Jetzt muss das klappen. So. Jetzt muss das hinhauen. Das gibt's ja gar nicht. Bildung. So. Universi. Da. Wohnheime. Welche waren jetzt? Das war's nicht. Das hier, ne? Nehmen wir das hier. Das ist auch schick. So. Es passt genial hier hin. Bin gespannt, wie lange. Hör mal auf. Ich und der Strom, wir werden nie Freunde. Nein. Nie nicht. So. Dahin. Zack. Dicht am Gleis. Wie das sich für ein Studentenwohnheim gehört. Nicht? Ah. So. Das haben wir. Jetzt eine Straße wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht, ne? Irgendwie deine Straße. Das ging gerade. Ich hab's gesehen. Ich hab's doch gewusst, das geht. So. Ach, ist das nicht herrlich. Siehst du wohl. Siehst du, das bauen wir gleich selber. Wupp. Das ist doch schon mal nicht, das ist doch schon mal eine coole Sache. Jetzt brauchen wir noch Fußwege. Das können wir auch laufen lassen jetzt eigentlich, ne? Jetzt lassen wir das mal laufen hier. So. Fußwege. Ich werd wahnsinnig. Das wird so cool. So. Hier mal hoch. Denn dort mal runter. Am liebsten wären wir das ja denn hier hinten her, ne? Wir müssen ja irgendwie so dicht wie möglich an den Campus ran, sozusagen, ne? Okay, das haut mich hin. Und das klappt. Sehr cool. Ja, das. Ich hoffe, hier ist irgendwo eine Verbindung. Oh, mach keinen Ärger jetzt. Nicht doch. Oh, warum denn nicht? Schade, nicht? Was jetzt noch fehlen würde, sind Fußgängerbrücke und sowas, ne? Das wäre jetzt noch der Hammer. Alles klar, Bernd. Bis zum nächsten Mal. Du musst auf der Arbeit? Mein Gott.
Das Problem ist, jetzt wissen wir nicht, jetzt kriege ich die Leute da nicht zum Campus. Ich habe gerade gedacht, es wäre doch so schön hier gewesen, ne? Aber gut, naja gut, okay, pass mal auf. So, ich mache hier nochmal eine Verbindung hin. Sekunde. So, pass mal auf, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Kriege ich hier eine Verbindung hin? Ich finde es erstaunlich, dass du so einen Fußweg, weißt du, quer über Platz. Guck das mal an hier. Lebensgefährlich. Aber wir bauen es einfach mal. So. Letzte Chance. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Der kommt doch bestimmt überall hin. Das ist großartig. Und das hier. Die kommen, ich glaube es ja nicht. Das haut sogar auch hin. Großartig. Also die Studenten kommen, ne, zu der Studentenwohnung hin. Das ist doch mal Hammer. Aber ich weiß nicht, brauchen die jetzt noch eine Bushaltestelle oder so ein Blödsinn? Oder geht das ohne? Das müsste ohne gehen, ne? Ja, ich denke auch. Ohne, also, ne? Lass das erstmal gebaut sein und dann können wir hier noch ein bisschen Grünzeug pflanzen, damit die Herrschaften ja nicht unbedingt da auf den Bahnhof drücken müssen. Das wäre. Jetzt weiß ich nicht, warum haben sie hier einen Fußweg angebaut, den man nicht nutzen kann. Das finde ich genial. Ist sozusagen im Gebäude drin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Ja, gibt schönere Sachen, nicht? So. Was denn, ist das gar nicht gebaut? Tatsächlich nicht. Wieso ist das nicht gebaut? Haben wir irgendwie Sachen gemacht, die wir eigentlich nicht hätten machen sollen, oder was? Das ist ja kurios. Guck mal, lass uns noch ein bisschen. Wie gesagt, Fußwege ist also eine Sache, die brauchen wir immer, ne? Überschneidung von. What? Mach jetzt keinen Mist. Was ist denn los? Warte mal. Wir brauchen noch kurz mal. Die Kettensäge. Natürlich, da ist. Ja, klar. Das war so klar. Aber was macht jetzt nicht? Nix. Ich muss die Studenten da manuell zuweisen. Ah. Das kann natürlich sein. Aber das ist ja kein Problem. Das können wir auch machen. Wupp. So, haben wir. Der Campus ist soweit sozusagen startklar, nicht? Würde ich fast sagen. Was war das hier noch? Ein Gymnastikraum. Okay, das ist doch nicht schlecht. Hier mittendrin so ein Stromding, ne? Also, naja. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. So wie es jetzt hier oben. Sind die Hütten fertig? Ne, noch nicht ganz. Also, wir sind noch am Bauen. Dauert noch gar. Also, fast fertig, ne? Das ist nicht weit. Dann wäre es mal interessant, was hier abläuft. Dann könnten wir doch eventuell, ich weiß nicht, Stau, stockender Verkehr hier. Das ist die Bahn, ne? Ach ja. Aber das ist ja immer irgendwas so. Können wir da hier ein bisschen Fußweg basteln? Tatsächlich, können wir einen Fußweg rausholen. Den möchte ich doch mal ganz dezent dahin setzen. Zumindest kommen wir doch mal quer rüber. Da nochmal ran, ne? So. Ja, der hat schon ein bisschen was zu überlegen hier gerade. Deswegen ruckelt das ein bisschen. Weil wir haben ja doch schon ordentlich was gebaut, ne? Wollen wir mal festhalten. Also das ist ja nicht was Kleines, was hier so ist, ne? Was wir hier so geschaffen haben. Wie ist das mit der Kohle? Kohle löppt. So. Und hier hoffentlich hier hinten auch. Kohle ist noch da. Ist der aber noch nicht so lange weg. Wo ist der hin? Ist der Zug hin? Oder ist er schon wieder auf dem Weg zurück? Habe ich irgendeinen hier übersehen gerade? Wo ist der hin, der Kohlezug? Der versteckt sich irgendwo hier zwischen den Bäumen. Ganz sicher.
Zum Tanken ist er auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Wo ist denn der Lümmel? Keine Ahnung, ich finde ihn jetzt nicht. So, wie ist er mit Strom? Strom läuft, ne? Auch hier, guck mal, hier, die Fleischabteilung ist fertig. Glaube ich. Ne, fast. Doch hier vorne, ne? Der Schlachthof. Ja, der Schlachthof braucht auf jeden Fall Vieh. Und das ist noch nicht da. Da müssen wir auch mal sehen, dass wir da erstmal die Viecher rankriegen. Aber ich glaube, das war hier ein bisschen doof gebaut. Weil wir haben hier einen Viehzucht und wir haben hier die Viehhalle. Wir hätten, glaube ich, zweimal Viehzucht haben müssen, ne? Fehlt Stahl. Wieso fehlt da Stahl? Ach, das kann sein. Weil, doch, Stahl wird produziert. Alles klar. Läuft. Stahl wird produziert. So, hier unten läuft auch alles, ne? Wie fahren wir hin nach Platz? Uiuiui. Das wird so langsam voll, ne? Kindergarten. Oh, ja. Das, ich sehe. Aber wir haben da ja Leute, die da eigentlich arbeiten sollen. Theoretisch. Zugplattform Ost. So eine kleine Hütte mit Leuten, ne? Das wäre schon eigentlich nicht schlecht, ne? Der PC, der. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinguckst. So, aber wie gesagt, die Zeit ist wieder durch, ne? Die Folge ist sozusagen durch. Ich sag trotzdem mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Bis zum nächsten Mal.